Einen schönen guten Abend zusammen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste. Ich darf Sie im Namen der Schulgemeinschaft hier in unserer Aula und an den Monitoren zu Hause recht herzlich zu unserem heutigen Elternabend an der Grund- und Realschule Plus Neuerburg begrüßen. Dies ist ein besonderer Elternabend, der als Klassen- und stufenübergreifend stattfindet und zudem seinen Fokus auf die Auswirkungen von Corona und die verheerende Flut im Sommer vergangenen Jahres wirft. Seit nun mehr als 2 Jahren hat die Corona-Pandemie unseren Alltag fest im Griff. Der Ausnahmezustand wurde langsam zum Normalzustand. Die damit einhergehenden Einschränkungen im privaten als auch im öffentlichen Leben sind nach wie vor für uns alle spürbar und allgegenwärtig. Kontaktbeschränkungen und zahlreiche Lockdowns haben die Gesellschaft und vor allem die Familien und besonders die Kinder hart getroffen. Tagtäglich beobachten wir im Schulalltag Verhaltensänderungen unserer Schülerinnen und Schüler und hier schließe ich alle Schulen mit ein. Vermehrt sind Frust, Einsamkeit und Gewaltbereitschaft unter den Kindern und Jugendlichen spürbar, erkennbar und gegenwärtig. Hier müssen wir alle gemeinsam als Schule und Elternhaus Wege finden, unsere Kinder entsprechend zu stärken und zu unterstützen. Daher freute ich mich ganz besonders, Ihnen Herrn Prof. Dr. Armin Krenz als einen renommierten Diplom-Sozialpädagogen und anerkannten Wissenschaftsdozenten für Entwicklungspsychologie und Elementarpädagogik vorstellen zu können. Institute und Universitäten in Kiel, Bukarest, Moskau und China sind Stationen seiner langjährigen, überaus erfolgreichen Tätigkeit als Pädagoge und Wissenschaftler. Am Ende des Vortrages haben Sie hier vor Ort die Möglichkeit, Ihre Fragen an Herrn Professor Krenz zu stellen. Auch für Sie zu Hause besteht diese Möglichkeit gleichermaßen. Sie bitte ich dazu, den Chat zu benutzen. Ihre Anfragen werden wir dann entsprechend weiterleiten und beantworten. Begrüßen Sie nun mit mir unseren heutigen Referenten, Herrn Professor Armin Krenz. Herzlich willkommen. Ich habe einmal mir gedacht, mit einem Spruch anzufangen von der Alice Miller. Jedes Kind kommt auf die Welt, um zu wachsen, sich zu entfalten, zu leben, zu lieben und seine Bedürfnisse und seine Gefühle zu seinem Schutz zu artikulieren. Ich habe mich entschieden, ein Bild zu nehmen, ich gebe nochmal zurück, ein Bild zu nehmen, wo ein ganz kleines Kind aufgeführt ist. Und diese Aussage, die ich gerade gemacht habe, bezieht sich allerdings natürlich auch auf ältere Kinder. Das werde ich nachher noch ausführen. Nur ich fand dieses Bild so schön. Jemand, der in der Matsche ist, glücklich ist, zufrieden ist. Das, was ganz viele Kinder eben heute in der Pandemie im übertragenen Sinne auch nicht mehr erleben können. Wir Menschen kommen immer mit 2 Möglichkeiten auf die Welt. Immer alles, was wir an Verhaltensweisen haben, ist immer bipolar ausgerichtet. Wir können uns entwickeln zu einem neugierigen Menschen. Wir können aber uns auch entwickeln zu einem Menschen, der Neugierde ablehnt. Wir können ein Mensch werden, der mutig ist. Wir können uns auch zu einem Menschen entwickeln, der sehr unter Angst steht. Entwicklung ist immer bipolar und es kommt von Anfang an in der Entwicklungsbegleitung von Kindern darauf an, welche Erfahrungen sie machen. Und je nachdem, welche Erfahrungen sie machen, in welche Richtung auch die Entwicklung sich begibt, in diese Richtung entwickelt sich ein Kind immer, immer weiter. Aber das große Bedürfnis, der große Wunsch eines Menschen ist immer, sich geschützt zu fühlen. Und es gibt so in der Entwicklungspsychologie ganz viele Gesetze, aber ein Gesetz lautet eben, Zitat, Sicherheit ist die Entwicklung für die gesamte Entwicklung eines Menschen. Deswegen steht auch in dieser Aussage von der Alice Miller dieses Wort Schutz. Sich geschützt fühlen, sich angenommen zu fühlen, sich aufgefangen zu fühlen, sich dann entwickeln zu können, denn ein Mensch, der sicher ist, ist durchaus bereit, auch sich in Frage zu stellen,
ist auch bereit, beispielsweise anderen Menschen zuzuhören, andere Ansichten zuzulassen, zu diskutieren und nicht nur immer auf seinem eigenen Recht zu bestehen. Und diese Aussage, Sicherheit ist die Grundlage für die Entwicklung eines Menschen, führt auch dazu zu sagen, wenn ein Mensch unsicher ist, dann führt es oftmals an einem Festhalten von alten Mustern oder auf der anderen Seite führen Unsicherheiten dazu, dass man sich konfus fühlt. Und auch da, das ist schon ein wichtiger Hinweis, was wir aus der Gewaltforschung wissen, ist es so, dass Gewalt durch die Bank eine Folge aus der Angst ist. Wir können auch sagen, dass ein Ohnmachtserleben immer dazu führt, dass ein Mensch Macht haben will, nach dem Motto, mir geht es schlecht, aber dann habe ich auch ein entsprechendes Interesse daran, dass es anderen Menschen schlechter geht. Und das ist ein Muster, was sich von Anfang an fortsetzt und dann entsprechend auch stabilisiert. Belastungen durch die Pandemie. In Deutschland leben zurzeit ungefähr 13,7 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Das ist ein Sechstel der Gesamtbevölkerung. Besonders betroffen von den Belastungen sind Kinder unter 12 Jahren. Das sind 4,4 Millionen Kinder und 4,5 zwischen dem Alter von 12 bis 17 Jahren. Und das werde ich ausführen, diese Pandemie mit all ihren vielen Facetten hat eben Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern, auf die Bildung der Kinder, auf die Lebensqualität der Kinder und vor allem auf die Zukunftsperspektiven, die unserem Leben einen ganz wichtigen Sinn geben. Unser Gehirn fragt immer, was kann ich aus meinem Leben machen, was erlebe ich, was erfahre ich, was belastet mich, was macht mich froh, was macht mich fröhlich. Und alles das prägt eben die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes. Und wenn wir mal die gesamten Untersuchungen, die uns vorliegen, ich habe ungefähr 30 große Untersuchungen einmal mir angeschaut, zu den Folgen der Pandemie auf Kinder in diesem Alter, was ich gerade benannt habe, dann kommen wir immer wieder auf folgende Schwerpunkte. Kinder zeigen ein soziales Rückzugsverhalten. So nach dem Motto, mir ist alles egal, ich habe Freunde verloren, ich kann mich nicht mehr treffen, ich ziehe mich zurück, ich igel mich ein. Dann haben wir das Phänomen der Traurigkeit, der Niedergeschlagenheit, nach dem Motto, alles hat eigentlich keinen Sinn, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Drittens, Kinder zeichnen sich aus zunehmend durch einen Interessenverlust. Wir haben festgestellt, dass viele Kinder, die einem Hobby ganz intensiv nachgingen, auch diese Freude an der Ausprägung ihres Hobbys nicht mehr in dem Maße haben, wie es vor dieser Pandemiezeit gewesen ist. Kinder zeigen Konzentrationsstörungen. Sie wissen, dass alles, was uns unter Druck setzt, setzt uns auch unter Stress. Und Stress führt ganz häufig dazu, dass man sich sehr schnell ablenken lässt. Man kann sich nicht auf Dinge einlassen und sich nicht für längere Zeit auch mit einer Sache auseinandersetzen. Bei Kindern im Grundschulalter zum Beispiel ist es so, dass nach 4 bis 8 Minuten, wenn das, was mir gesagt wird, aber für mich keinen Sinn mehr hat, mich dazu führt, mir eine Ablenkung zu suchen, und zwar nach Dingen, die ich kenne. Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn ein anderes Kind neben mir sitzen würde auf der Schulbank und ich wüsste, dass wenn ich dieses Kind in bestimmter Art und Weise ärgere, dann kenne ich dieses Muster, wie dieses Kind reagiert, und dann suche ich mir eine sichere Geschichte aus, wo ich weiß, das läuft so, und zwar unabhängig davon, ob es positiv sich entwickelt oder auch negativ. Kinder haben Zukunftsängste, Sorgen,
Vor allem auch, wenn Eltern belastet sind, wenn Eltern beispielsweise in Schwierigkeiten geraten sind durch diese Pandemie und Kinder diese Sorgen mitbekommen, dass sie nicht so genau wissen, wie geht es auch für mich in der Familie weiter. Auf diesen Punkt komme ich nachher auch noch zu sprechen. Kinder haben Verlustängste so nach dem Motto, was ich einmal gehabt habe, kommt wohl offensichtlich nie mehr wieder. Und diese Verlustangst führt ganz oft dazu, dass Kinder sich alleingelassen fühlen und sich dann irgendwelche Ablenkungen suchen, die für die Kinder selbst mit Freude oder ich sage dieses Wort, was ich gar nicht so gerne mag, aber eben woran sie Spaß haben. Wir müssen unterscheiden, Freude ist ein Grundgefühl, auf das komme ich nachher auch noch zu reden, und Spaß ist nur immer eine kurze Ablenkung, ein Gefühl von Zufriedenheit, was aber mit Freude wenig zu tun hat. Kinder kommen in Selbstzweifel, was ist richtig, was ist falsch. Was kann ich tun, damit es mir besser geht, aber ich weiß nicht, was ich tun könnte, weil ich nicht in die Zukunft schauen kann. Kinder haben Schulversagensängste, komme ich überhaupt noch mit? Andere Kinder sind vielleicht klüger, schreiben bessere Arbeiten, verstehen im Online-Unterricht Dinge viel schneller, ich nicht. Manchmal können Eltern helfen, manchmal können Eltern nicht helfen. Nach dem Motto, ich weiß gar nicht, ob ich die Schule überhaupt schaffe und dann vielleicht noch letzte Freunde verlieren würde. Oder sie reagieren eben mit Stress, mit Gereiztheit, mit aggressivem Verhalten oder mit einem ständigen Wunsch nach Bewegung. Bewegung, das ist ganz wichtig. Deswegen gebe ich das auch schon mal hin, ist auch gerade in dieser Corona-Zeit Bewegung für Kinder außergewöhnlich wichtig, weil Bewegung baut Stress ab. Wir Menschen haben nur zwei Möglichkeiten, Stress abzubauen. Einmal wird es ja über die Tränen ausgeschwemmt, unser Stresshormon, auf der anderen Seite über die Bewegung. Und das eben, und das möchte ich noch mal ganz deutlich auch sagen, zeigt sich vor allem, was ich Ihnen benannt habe, bei Kindern, die bereits entwicklungshinderlich vorgeprägt sind. Das war ein ganz wichtiger Satz, den ich Ihnen jetzt versuche zu sagen. Wir haben festgestellt, dass Kinder, die eine ganz stabile Persönlichkeit haben, nicht in dem Maße von diesen Symptomen betroffen sind, kann man sagen. Aber Kinder, die schon in gewisser Art und Weise eine Grundunsicherheit in sich tragen, ein geringeres Selbstwertgefühl, dass diese Kinder diese Verhaltensweisen weitaus häufiger zeigen als die zuletzt genannten. Dazu kommen, dass wir häufig Schwierigkeiten bei Kindern beobachten können, die eben psychosomatisch oder körperlich ausgeprägt sind. Einerseits nimmt ganz stark das Übergewicht bei Kindern seit der Corona-Zeit zu, durch Bewegungsmangel. Andererseits stellen wir vermehrt Essstörungen fest, eine Appetitlosigkeit, nichts schmeckt Kindern mehr, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Kurzsichtigkeit und, das ist eine aktuelle Studie, wir haben in 21, diese Studie kam erst vor zwei Wochen oder vor einer Woche raus, haben wir über 500 Suizidversuche. Versuche bedeutet, dass tatsächlich Kinder den Versuch gemacht haben, sich zu töten. Ich spreche nicht, darin sind nicht die Kinder enthalten, die Anzahl der Kinder enthalten, die davon reden und sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, sondern tatsächlich Versuche gemacht haben. Wir haben Kinder, die sich vor Züge geworfen haben, Kinder, die sich die Pulsadern aufgeschnitten haben, Kinder, die sich erstickt haben. Manche Kinder haben einen Abschiedsbrief hinterlassen, manche nicht. Sie merken auch selber, wenn ich das sage, weil ich auch mit suizidalen Kindern arbeite, fallen mir viele Kinder auch ein und es betrifft mich auch sehr, weil dann eben auch in mir eigene Bilder dabei hochkommen.
Was sind diese primären Ursachen für dieses veränderte Verhalten, für diese Verhaltensirritationen? Wir haben, das ergibt sich aus dem, was ich gerade gesagt habe, Kinder, die eben eine unsichere Zukunft vor sich sehen und sich fragen, wie geht es weiter? Es sind natürlich auch Fragen, die wir uns auch als Erwachsene genauso stellen, nicht nur bezogen auf unsere Kinder, sondern auch in der der Gestaltung unseres eigenen Lebens. Das kann beruflich sein, behalte ich meinen Arbeitsplatz, wie sieht es mit Kurzarbeitergeld beispielsweise aus? Bewegung und Sport kommen zu kurz, gerade schon erwähnt. Bewegung trägt ganz wichtig zum Stressabbau bei. Kleiner Hinweis schon, immer wieder die Versuche zu machen, mit Kindern in Bewegung zu kommen. So spielt auch beispielsweise der Sportunterricht in der Schule eine außergewöhnlich große Rolle. Oder wenn Kinder in Sportvereinen sind oder man macht am Wochenende Ausflüge, Fahrradfahren oder Wanderungen oder Fußballspielen. Irgendetwas, wo Kinder wirklich die Möglichkeit haben, ganz, ganz stark in eine Bewegungstätigkeit zu kommen. Wir haben die Zunahme eines deutlich erhöhten Medienkonsums. Das ist teilweise sehr erschreckend, weil es geht dabei um Stunden pro Tag, was vor dieser Pandemie nicht gewesen ist. Kinder haben eine fehlende, Sicherheit bietende und bekannte Struktur ihres Alltags und ihrer Kontaktpflege. Das ist etwas Wichtiges, dass unser ganzes Leben ja auch als Erwachsene beispielsweise aus Ritualen bestehen. Morgens aufwachen beispielsweise, dann duschen und so weiter und so fort. Fertig machen für die Schule, zur Schule gehen, sich mit den Kindern dann erstmal oder mit den Freunden, Freundinnen absprechen, Erfahrung austauschen, zur Schule gehen. Ganz bestimmte Rituale, ich komme nach Hause, dann gibt es Mittagessen. Und diese Strukturen, wenn die fehlen, fallen sehr viele unsichere Kinder in ein ganz tiefes Loch. Wir haben leider eine ganz starke Zunahme an Konflikten im häuslichen Umfeld. Wir nennen das in der Psychologie eine Verdichtung des Alltags. Sehr viele Streitigkeiten, Ungereimtheiten, Ängste, die natürlich auch bei Eltern rauskommen, spüren Kinder und das irritiert sie sehr. Wir haben den Verlust von Strukturabläufen und Routinen im Alltag, das, was ich gerade schon etwas erwähnt habe, übertragene Sorgen und Nöte unterschiedlicher Art der Eltern und eben, was ganz wichtig ist, was Kindern fehlt, fehlende Erfolgserlebnisse oder Glücksmomente. Etwas, was für uns Menschen so wichtig ist, weil diese Dinge für uns eine Perspektive geben. Und wenn diese Perspektive nicht da ist, dann fallen viele Kinder, auch Erwachsene, in ein tiefes Loch. Und dazu kommt eben, wenn ich weitere Zahlen noch nennen darf, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekannt gegeben hat, dass die Zahl der Kindeswohlgefährdung durch häusliche Vernachlässigung mit 58%, psychische Gewalt 37%, physische Misshandlung, sexuelle Gewalt 5%, über 60.000 lag bei einer zusätzlichen Annahme einer ganz hohen Dunkelziffer. Die Verdachtsmeldungen allein lagen bei ca. 195.000, 12% mehr als im Vorjahr. Und davor waren es schon immerhin in 20 waren es immerhin 25% mehr als 19. Und einer Bestätigung durch die Jugendämter bei 31%, bei zusätzlichen 34% wurde ein berechtigter Hilfebedarf festgestellt. Sie merken also, es sind Zahlen und Fakten, die wir zur Kenntnis nehmen müssen und die zeigen, dass sehr viele Kinder sich in einem Abseits befinden, in einem Abseits fühlen
und damit eben auch letztlich in ihrer Persönlichkeit sehr stark eingeschränkt sind im Sinne von sich nicht weiterentwickeln können oder sich nicht weiterentwickeln wollen. Warum sage ich Ihnen das alles? Vielleicht kennen einige von Ihnen das wirklich wundervolle Buch von dem Neurobiologen Professor Dr. Gerald Hüther, Die Macht der inneren Bilder. Sein Taschenbuch im Verlag van den Hoek und Ruprecht erschienen, was ich wirklich außergewöhnlich gut finde. Und es ist ja bei uns Menschen so, dass alle bedeutsamen Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke, vor allem in den ersten Kindheitsjahren, gibt es so eine Abstufung, man sagt das Lebensalter von 0 bis 3, hat ganz wesentliche Primäreindrücke in unserem Leben, dann zwischen dem 4. und 7. Lebensjahr, stabilisiert es oder kann es eben noch in eine andere Richtung bringen und dann bis zum 12. Lebensjahr nochmal eine weitere Festigung, entweder in entwicklungsförderlicher oder in entwicklungshinderlicher Richtung. Alle diese bedeutsamen Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke führen uns zu einem ganz bestimmten Selbstverständnis. Sowas wie, ich bin gut oder ich bin schlecht. Ich kann etwas oder ich kann etwas nicht. Ich bin jemand, der diese Welt mitprägen kann oder eben ich bin jemand, der ein Loser ist und in dieser Welt eigentlich nichts zu melden hat. Und aus dieser diese Persönlichkeitsstruktur ergibt sich bei uns Menschen aus ganz bestimmten bedeutsamen gespeicherten Bildern. Deswegen heißt das Buch auch Die Macht der inneren Bilder. Das heißt, wenn wir bedeutsame Bilder abgespeichert haben in unserer Kindheit, sag nochmal, die können entwicklungsförderlich oder entwicklungshinderlich sein, dann sind das Bilder, die, wenn wir später einmal im Leben etwas Ähnliches erleben, immer wieder aktualisiert werden. Aktualisierungstendenz heißt es in der Psychologie. Das heißt, so, dass unser Gehirn immer sagt, das kennst du schon von damals und deswegen wird es genauso wieder. Es ist wie Hüther, ein Kollege von der Uni Göttingen, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe, vergleicht das mit einer Autobahn. Mit einer Autobahn, wir gehen eine bestimmte Straße oder fahren eine bestimmte Straße und wenn wir etwas Ähnliches erleben, dann bleiben wir immer auf dieser Straße und schaffen es häufig nicht, links oder rechts eine bestimmte Abfahrt zu nehmen. Und die Frage ist eben, wie bedeutsam auch die Bilder in den ersten Kindheitsjahren gewesen sind bei den Kindern. Auf der anderen Seite auch, wie diese Bilder aktualisiert werden jetzt durch diese Corona-Pandemie, beziehungsweise, dass diese Bilder, die jetzt von Kindern erlebt werden, sogar auch entwicklungsförderliche Bilder überlagern können, weil sie eben einen stärkeren Bedeutungswert für Kinder haben. Was ist es, was ein Mensch letztendlich braucht, um eine stabile Person zu werden, beziehungsweise, ganz wichtig, um eine stabile Person zu bleiben. Und das sind Hinweise, die ich natürlich sowohl an Lehrkräfte als auch an Eltern gebe oder überhaupt an alle Menschen, die mit Kindern umgehen. Entwicklungsförderliche Merkmale ergeben sich immer dadurch, wenn ganz bestimmte seelische Erfahrungswerte in einem Menschen aufgebaut werden. Und das sind Erfahrungswerte, die wir in der Entwicklungspsychologie so formulieren: Ich bin, Doppelpunkt, Pünktchen, 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 ich kann, Pünktchen, Pünktchen und ich habe. Ich habe mal ein paar Beispiele aufgeführt. Günstig ist es, wenn Kinder immer wieder die Erfahrung machen, zum Beispiel: Ich bin jemand, der von anderen Menschen und der Welt angenommen, respektiert, geliebt wird und dadurch Sicherheit erlebt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Leben. Ich bin jemand, der positiv und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen kann
Oder ich bin jemand, der Lebensfreude empfindet und sein eigenes Leben als angenehm erlebt. Das können wir jetzt endlos fortsetzen mit diesem Ich Bin, aber etwas sowas wie ich bin, ganz einfach gesagt, glücklich, dass ich so bin, wie ich bin und dass ich auf dieser Welt bin. Zu einem guten Zeitpunkt, mit den Eltern, die ich habe, über die ich mich freue, mit Lehrkräften, wo ich gerne dann zur Schule hingehe. Ich bin einfach wirklich ein grundsätzlich rundum glücklicher, fröhlicher Mensch. Wenn dieses Ich Bin ein Mensch für sich innerlich aufgebaut hat, dann fängt er an zu sagen, ich kann. Beispielsweise, ich kann unterschiedliche Gefühle zulassen, gehe ich gleich noch darauf ein, wobei hinderliche Gefühle aufgehoben werden. Ich kann belastende Situationen verändern und Entspannung erleben. Das ist ganz wichtig in unserem Leben, dass wir immer wie so eine Sinuskurve unser Leben und unseren Alltag so gestalten, im Sinne von Spannung und Entspannung, Spannung und Entspannung. Die Entspannung ist notwendig, um immer wieder wahrnehmungsoffen für eine Realität zu sein, um sich dann eben auch auf neue Erfahrungen einzulassen. Ich denke dabei an meine wundervolle Frau, das muss ich mal sagen, die auch viele Jahre, 35 Jahre Lehrkraft gewesen ist, Französisch und Deutsch unterrichtet hat. Und für sie war es eben auch beispielsweise ganz wichtig, nach der Schule immer, sag das mal ganz locker, so eine Stunde in die Muckibude zu gehen, jeden Tag, und dann eben nach Hause zu kommen und dann eben die entsprechenden Aufgaben, die sich als Lehrkraft so ergeben, immer wieder an den Nachmittagen, dann auch wirklich wahrnehmungsoffen auch leisten zu können. Dieses Entspanntsein, außergewöhnlich wichtig. Ich kann belastende Lebenssituationen eben verändern und Entspannung erleben. Ich kann stolz sein auf eine eigene Leistung und ich wage mich so an neue Herausforderungen an. Kinder definieren, so sie neugierig sind, so sie interessiert sind, etwas aus ihrem Leben zu machen, auch immer wieder für sich in einem Gefühl, dass sie dann sagen, was kann ich eigentlich noch leisten? Aber alles das, sage ich nochmal, auch dieses Ich kann, entsteht immer nur an zweiter Folge aus dem Ich bin. Und wenn ich dieses weitestgehend, nicht perfekt, aber in Grundsätzlichkeiten eben in mir, in meiner Persönlichkeitsstruktur aufgebaut habe, dass ich wer bin, dass ich was kann, dann ist es bei uns Menschen so, dass ich dann auch das Gefühl habe, ich habe etwas. Beispielsweise, ich habe die Sicherheit in mir, dass ich mich nicht verlassen, sondern immer wieder aufs Neue angenommen fühle. Ich habe ein tiefes Vertrauen in mir, dass alles gut ausgeht. Ich habe den Mut, mich neugierig interessiert, auf neue Wagnisse einzulassen, weil ich eben Perspektiven habe. Das ist in Kurzform der Grundsatz aller Menschen, die einen entwicklungsförderlichen Weg einschreiten. Und je mehr, wenn ich das Gegenteil nennen würde, etwas entstehen kann oder entstehen wird, ich bin eher nicht so geliebt auf dieser Welt, ich bin falsch in dem, was ich mache, ich bin jemand, der keine Freunde mehr findet, ich bin jemand, von dem sich andere zurückziehen oder beispielsweise, ich kann ganz bestimmte Dinge einfach nicht können. Ich kann nicht so sprechen wie jemand anders, ich kann mich nicht so bewegen wie jemand anders, ich kann nicht verzichten, weil ich immer irgendwelche Ablenkung in meinem Leben brauche. Deswegen, das ist ja etwas ganz Wichtiges, dass ganz viele Kinder unter anderem auch leider keine Langeweile mehr erleben können, sondern immer irgendwelche Ablenkung brauchen. So, das merkt man, ich
bin ja nun schon auch etwas älter und als ich so auch früher dort, wo ich gewohnt habe, war gegenüber zum Beispiel eine Bushaltestelle und dann merkte man ganz genau, wann der Bus abfährt, weil die Kinder sehr laut waren und sich erzählt haben und so. Und irgendwann habe ich auch angefangen zu sagen, fährt der Bus eigentlich gar nicht mehr, sondern jedes Kind hatte sein Smartphone in der Hand. Es wurde sich nicht mehr unterhalten. 20, 30 Kinder, es ist so. Und das heißt also, dort ein persönlicher Rückzug passiert und damit die lebendige Kommunikation. Ich kann mich also offensichtlich nicht mehr unterhalten mit denjenigen, die hier um mich herum stehen, dass dort eben dieses Ich kann nicht entsteht und dann eben auch das, da schließt sich der Kreis, ich habe eben nicht mehr die Sicherheit, dass alles gut ausgeht. Ich habe, wenn ich jetzt das Gegenteil benennen würde, ich habe nicht das Vertrauen, dass das, was ich mir gewünscht habe, einmal eintreten wird, oder ich habe nicht mehr die Kraft, mich mutig auf neue Dinge einzulassen, um dann mein Leben zu gestalten. Das ist das, was ein Kind braucht, unabhängig von der Pandemie. Ich kann nur sagen, diese Aussagen sind wichtiger denn je innerhalb der Zeit der Pandemie. Ich will das noch ein bisschen weiter qualifizieren. Sie sehen an diesen drei ersten Punkten, ich habe das nicht weiter ausgeführt, weil ich es gerade schon versucht habe zu erläutern, dieses Ich bin jemand, der sich wohlfühlt in dieser Welt. Ich kann ganz viele Dinge in Gang setzen, um immer wieder in neue Entwicklung zu kommen, und ich habe letztendlich die Sicherheit, dass das, was ich mir vornehme, auch wirklich so, ja, dass ich das schaffe, dass es gut ausgeht. Das macht ja ein Selbstwertgefühl aus und die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Und gerade in dieser Pandemie ist es notwendig, dass Kinder diese Elemente immer wieder erleben, um sie für sich neu zu entdecken. Denn darauf, und das ist eine Reihenfolge, die ich Ihnen aufgeführt habe, darauf, nur wenn ich das habe, ist es so, dass an vierter Stelle, was wir aus der Entwicklungspsychologie, da hat Professor Keller beispielsweise von der Uni Osnabrück unendlich viele Untersuchungen zugemacht, erst wenn diese drei Elemente enthalten sind, dann entwickelt das Kind eine Freude auf eine Selbstentwicklung und ausstehende Erfolge. Heißt, dass das Kind merkt, in mir steckt noch so vieles mehr, was ich gar nicht in mir entdeckt habe. Und das möchte ich gerne entdecken und freue mich dann natürlich auch dann darüber, wenn ich diese entsprechenden Ziele, die ich mir gesetzt habe, auch tatsächlich erreicht habe. Das heißt, es entsteht so eine Neugierde auf die inneren Ressourcen, die in einem liegen, und bringt eben auch das Leben in eine ganz große Weite. Ich bin ja nun schon nahezu 70 Jahre jung und ich habe vor wenigen Jahren habe ich beispielsweise das Uhrmacherhandwerk entdeckt. Ich liebe es beispielsweise, Uhren zu reparieren, und kann mich stundenlang damit auseinandersetzen, wenn ich mir die Zeit nehme. Und das will ich einfach dazu sagen. Dann bestellt man sich ein Uhrmacherbesteck und fängt an, wirklich die wundervolle Mechanik zu begreifen. Etwas, was ich vielleicht vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren noch überhaupt nicht wusste, dass diese Möglichkeit, so etwas zu können, eben in einem selber steckt. Wenn diese vier Aspekte dann enthalten sind, dann ist es so, dass der Mensch eine grundsätzlich zuversichtliche Lebenseinstellung entwickelt. Sowas wie, es wird alles gut, es geht gut aus, es gibt Lösungen. Das ist etwas, was einen Menschen dazu führt, letztlich eben auch immer wieder in eine Perspektive zu kommen. Und was das Leben natürlich auch wirklich wiederum reich macht. Und damit eine Person, das ist so wichtig, beispielsweise bei Konflikten, bei Auseinandersetzungen, das werden Sie merken, diese Menschen, das gibt es auch schon bei Kindern und Jugendlichen, die eben lösungsorientiert sind,
denen geht es nicht um Recht haben oder andere in ein Unrecht bringen, sondern immer wieder nach dem Motto, so wie Henry Ford es mal gesagt hat, es gibt keine Schwierigkeiten, es gibt nur Lösungen. Also auf gut Deutsch, wie kriege ich die Kuh vom Eis? Aber nur dieser fünfte Punkt, deswegen, ich sage in Entwicklungspsychologie, ist so etwas Spannendes, immer wenn diese vier Aspekte vorher wirklich einigermaßen gut, stabil sich entwickeln konnten. Dann kommt der sechste Punkt, diese Kinder oder Jugendlichen, bei uns Erwachsenen genauso, entwickeln dann eine Neugierde, Lust, ganz viele Dinge zu probieren. Nach dem Motto, das kenne ich noch nicht, das will ich einfach in Erfahrung bringen, das möchte ich gerne machen, ich lasse mich auf Wagnisse ein. Und wenn diese sechs Elemente vorhanden sind und alle fangen mit diesen ersten drei Schritten an, ich bin, ich kann, ich habe, dann besitzt ein Mensch tiefe Entspannungsfähigkeiten. Das heißt, er sucht ganz bewusst auch Möglichkeiten, in so ein inneres Gleichgewicht zu kommen, um damit eben auch, das ist ja wichtig, eine Entspannung, wahrnehmungsoffen für neue Aufgaben zu sein. Das schaffen diese Menschen dann. Und jetzt, das wird sich vielleicht überraschen, wenn diese Elemente nicht perfekt, aber in Grundsätzen stabil, darum geht es, wenn diese Elemente in Grundsätzen stabil in einem Kind sich entwickelt haben, erst dann ist ein Mensch in der Lage, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, Verantwortung für das, was der Mensch tut und das, was er nicht tut. Und dass er eben sich in andere Menschen hineinversetzen kann, dass er wirklich fühlt oder spürt, wie es anderen Menschen geht. Das heißt, der Ganze, und das wissen viele nicht, deswegen betone ich das auch so deutlich, der ganze emotional-soziale Bereich, ich kann auch sagen, die Empathie beispielsweise, anderen Menschen gegenüber, Tieren gegenüber und so, ist ein Ergebnis aus einer stabilen, innerlich sich wohlfühlenden Person. Wir oder andere auch sind oftmals sehr erstaunt, dass wenn Kinder beispielsweise unsoziale Verhaltensweisen haben, Stichwort Stalking oder Mobbing, in welcher Form auch immer, oder Gewalt ausüben, dass es immer verletzte Kinderseelen sind, die den Wert ihrer eigenen Person nicht kennen und nicht spüren. Und daraus ergibt sich ja auch beispielsweise dieses Gesetz innerhalb der Entwicklungspsychologie, das da lautet, vom Ich zum Du zum Wir. Ich kann erst dann mit einer anderen Person zufrieden und glücklich umgehen, wenn ich es selber bin. Und ich kann mich dann auch erst in einer Gruppe zurechtfinden, beispielsweise mit den anderen Kindern oder Jugendlichen oder Erwachsenen, wenn ich eben diese tiefe Sicherheit und dieses positive Denken und diese Entspannung und diese Möglichkeiten, Perspektiven zu sehen, in mir trage, weil ich dann eben nicht mehr die Pflicht in mir spüre, in irgendeiner Art und Weise letztlich ja, vor anderen bestehen zu müssen, sondern ich ordne mich ein in eine Gemeinschaft und weiß, ich bin einer von vielen, ich bin nicht besser, ich bin nicht schlechter, jeder hat seine entsprechenden Vorzüge, aber eben erst durch diese Selbstannahme. Wir Menschen haben vier Grundgefühle: Angst, Trauer, Ärger, Wut, sagt man immer als eins, so Ärger, Wut, und Freude. Vier Grundgefühle. Und alles, was wir an Wahrnehmungen aufnehmen, belegen wir, also belegt unser Gehirn, muss ich richtigerweise sagen, immer mit einem Gefühl. Es gibt nichts, was nicht emotional bei uns besetzt ist.
Klammer auf. Deswegen, wenn ich beispielsweise Menschen coache oder in anderer Form begleite oder Teamtrainings mache oder so, dann muss ich immer schmunzeln, wenn dann gesagt wird, sieh das mal ganz nüchtern und gefühlsfrei. Das geht nicht. Das ist Quatsch. Das geht nicht. Alles, was wir wahrnehmen, ist immer mit einem Gefühl, mit einem dieser vier Gefühle belegt. Und das viele tausend Mal am Tag. Warum sage ich Ihnen das? Ganz einfach. In dieser Zeit der Pandemie, vorher natürlich auch, aber jetzt in besonderem Maße, müssen wir natürlich darauf achten oder müssen uns auch die Frage stellen, welches dieser vier Primärgefühle bei Kindern, bei uns, am stärksten ausgeprägt ist. Ist es die Angst? Man kann tatsächlich eine Bestandsaufnahme bei Kindern machen. Da gibt es unterschiedliche Untersuchungen. Oder ist es eher Ärger und Wut? Wenn es in Gewalt geht, ist es immer eine Folge aus der Angst. Deswegen wird nachher unterschieden zwischen Primär- und Sekundärgefühlen. Oder ist es eine Traurigkeit, weil man für sich keine Perspektive mehr sieht und dann bis hin zu einem Suizidversuch letztendlich sich entscheiden würde? Oder gibt es eben auch Elemente, die für Kinder oder auch für uns mit Freude verbunden sind? Und Sie müssen sich diese Gefühle, das können Sie ja dort sehen, die sind miteinander vernetzt. Ich stelle mir immer so ganz praktisch eine alte Küchenwaage vor mit diesen zwei Schalen. Und immer, wenn beispielsweise in eine Schale mehr Gefühle, also mehr von Gefühlen hineinkommen, wird sie schwerer und drückt natürlich die andere Schale hoch. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, zum Beispiel, und das habe ich Ihnen ja versucht, dann auch zu Anfang schon durch diese psychosomatischen Auffälligkeiten, die Kinder haben oder das Rückzugsverhalten und was alles dort gibt, wenn beispielsweise die Angst immer größer werden würde, immer mehr in diese Schale der Angst fällt, dann würde zum Beispiel, ich könnte sagen grundsätzlich, den Begriff Lebensfreude, den ich jetzt nehme, dann würde Lebensfreude immer mehr abnehmen. Immer mehr abnehmen, weil hier immer mehr Angst reinkommt und die Freude, ich übersetze das mal mit Lebensfreude jetzt, würde dann immer weniger werden. Und so können Sie das mit anderen Gefühlen auch machen. Und Sicherheit hat natürlich mit Freude zu tun. Das heißt, wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, was tragen wir, ob Lehrkräfte, ob Eltern, ob Großeltern, Freunde, völlig egal, Patenonkel, was tragen wir dazu bei, dass eben in diese Schale der Freude Dinge hineinkommen, ob es Stolz auf eine eigene Leistung ist, ob es ein Kontakt ist, den man sich so sehr ersehnt hat und über den man sich wirklich freut, dass man beispielsweise wieder das Gefühl hat, dass die Eltern sich besser verstehen, dass Eltern ein Kind nicht belasten mit eigenen Geschichten und man den Eindruck hat, Mama und Papa, die können wieder besser miteinander. Also die Frage wird immer sein, was tragen wir dazu bei, dass in diese Waagschale der Freude möglichst viel hineinkommt, denn dann würde automatisch wiederum, stellen Sie sich immer vor, unten sind die 100%, oben sind die 0. Wenn eben dann immer mehr in die Freude kommt, würde beispielsweise Angst oder Trauer oder Ärger, Wut dann in Richtung der Null entsprechend tendieren. Das ist eine Frage, die wir uns grundsätzlich stellen müssen und die eben auch letztendlich für die Überwindung von Schwierigkeiten bei den Kindern eben notwendig ist. Vulnerabilitäten, also sogenannte seelische Verletzungen, sind das, was eben, oder sind die Elemente, die Kinder im Augenblick eben sehr stark erleben. Wir uns allerdings die Frage stellen müssen, wie wir diese
seelischen Verletzungen letztendlich möglichst gering halten, beziehungsweise dass diese seelischen Verletzungen tatsächlich kaum oder gar nicht auftreten. Seelische Verletzungen, die zu den Verhaltensirritationen führen, sind beispielsweise Trennungserlebnisse, das heißt nicht, dass Eltern sich trennen, das ist damit nicht gemeint, aber dass man zum Beispiel sich von einem Gefühl der Annahme trennen muss, weil man das Gefühl hat, sich verlassen zu fühlen oder verlassen zu sein. Oder der Bereich der Einsamkeit. Das ist ein Trennungserlebnis, Einsamkeit. Natürlich ist damit auch eine bestimmte, auch eine reale Trennung gemeint. Ich habe vor 4,5 Jahren meine Frau verloren. Sie ist verhungert und verdurstet durch eine bestimmte Krankheit. Und natürlich entsteht dann auch eine ganz tiefe Einsamkeit in einem selbst. Das ist nun einmal so. Aber es geht darum, dass man sich eben Perspektiven aufbaut, dass man eine bestimmte Stabilität, deswegen sage ich das sehr persönlich hier auch, alles das, was ich Ihnen erzähle, das hat auch mit meinem Leben zu tun, deswegen kann ich es auch selber immer sehr gut nachvollziehen oder mit den Tausenden von Kindern, mit denen ich gearbeitet habe, dass Menschen, die sich eben tatsächlich in eine große Einsamkeit hineingedrängt fühlen, dann oftmals keine Lebensperspektive mehr sehen. Dieses eben zu überwinden und dass wir uns fragen müssen, was können wir dazu beitragen, dass Kinder diese Einsamkeit oder diese Verlassenheit nicht erleben. Beziehungsnöte führen zu diesen seelischen Verletzungen, ein erlebtes Desinteresse beispielsweise. Eine ganz einfache Geschichte, wenn ich oftmals Eltern sehe, die mit ihren Kindern entlang gehen und die Eltern dem Handy eine größere Bedeutung geben als ihren Kindern. Und die Kinder etwas zeigen wollen, Mama, guck mal da, und ich dann, weil ich auch so Untersuchungen mache, dann erlebe, dass Eltern sagen, lass mich in Ruhe, du siehst doch, ich telefoniere mit was weiß ich was wem und so, dann kann ich nur wirklich ganz entsetzt den Kopf schütteln, nach dem Motto, das Gerät ist offensichtlich wichtiger als ich. Das ist eine Beziehungsnot. Oder wenn ich eben in der Art und Weise der Sprache mit Erwachsenen eine Kälte erlebe, eine Unfreundlichkeit, eine Ablehnung, dass ich mir als Kind innerlich sage, habe ich überhaupt einen Wert für diese Person? Und diese Beziehungsnot führt eben ganz häufig dazu, dass man sich zurückzieht und dann dieses Zurückziehen sehr häufig in Gewalt sich zeigt nach dem Motto, jetzt zeige ich allerdings, dass ich auch mal etwas kann. So beispielsweise haben wir verstärkt auch Kinder, die Tiere quälen oder Gegenstände zerstören. Bedrohungsängste entstehen durch Reizüberflutungen beispielsweise oder eben im Sinne einer Distanz, die Erwachsene durch eine entsprechende Härte auch ausdrücken. Härte noch etwas stärker als Kälte, so dass ich vielleicht gar nicht mehr wagen kann, etwas zu sagen nach dem Motto, das hast du mir schon 10-mal erzählt oder da musst du selber mit zurechtkommen oder dieses lass mich in Ruhe, du bist wirklich jemand, der stört. Da gibt es ja noch härtere Aussagen. Vorletzter Punkt, dass ich als Kind sogenannte Auslieferungserlebnisse erleben würde, dass wenn ich eine Unterstützung brauche, dass diese Unterstützung nicht da ist, dass eine fehlende Begleitung da ist und dass ich offensichtlich dann auch so etwas erlebe, dass ich überhaupt nicht wüsste, an wen ich mich noch wenden könnte. Und die schlimmste Form sicherlich an seelischen Verletzungen sind sogenannte Ohnmachtserlebnisse, wenn ich sehr häufig zurückgewiesen werde, wenn ich lächerlich gemacht werde, wenn respektlos mit mir umgegangen wird oder wenn ich eben Gewalterfahrungen machen muss. Und ich habe sehr häufig mit Kindern gearbeitet, die Gewalterfahrungen gemacht haben und dann eben aus diesem Ohnmachtserlebnissen dann eben auch das Gleiche anderen angetan haben. Es hat
immer einen Hintergrund, es hat immer einen Grund, es ist immer eine Geschichte dahinter. Ich sage es mal ganz deutlich, kein Kind ist böse geboren, kein Kind ist aggressiv zur Welt gekommen. Das wissen wir aus pränatalen Forschungsergebnissen. Wir müssen also uns dort mal immer wieder fragen, auf der einen Seite, was haben wir dazu beigetragen, dass sich das Kind nicht in eine entwicklungsförderliche Richtung nach vorne bewegen kann, beziehungsweise wenn es denn dann nicht ganz so gut gelungen ist, was können wir dazu beitragen, dass diese 5 Nöte bei den Kindern, wenn es irgend geht, eben nicht mehr erneut von ihnen erlebt werden? Tja, das Leben könnte so herrlich sein, aber es ist es eben leider nicht. Wofür müssen wir also sorgen, dass Kinder in dieser Corona-Pandemie, genau wie wir übrigens selber auch, wofür, in welche Richtung müssen wir sorgen, dass wir eben für Bedingungen zu sorgen haben, dass Kinder diese Pandemie einigermaßen zunächst einmal weitestgehend unbeschadet überleben können. Jedes Kind muss Lebensbedingungen erfahren können, in denen zunächst immer seine seelisch-sozialen und körperlichen Grundbedürfnisse, Erfahrungswerte erfüllt werden, sodass das Kind immer stärker von sich aus aktiv werden kann. Mit aktiv werden kann ist gemeint, immer wieder, dass das Kind sagt, ich will mich entwickeln. Ich habe ein Interesse, dass mein Leben weitergeht. Und das geht nicht durch irgendeine Methodik, Didaktik, sondern das geht nur über sorgsame, qualitätsorientierte Bindungserfahrungen. Ich darf mal ein bisschen Selbstwerbung auch machen. Vielleicht, ich habe ja sehr viele Bücher geschrieben und ein Buch heißt eben auch Bildung durch Bindung, wo Professor Dr. Ferdinand Klein und ich, wir versucht haben, ganz viele Ergebnisse deutlich zu machen, wie also eine Selbstbildung in einem Menschen entsteht, um damit auch dem Kind die Möglichkeit zu geben und uns später damit eben auch dem Leben einen Sinn zu geben und wirklich eine volle Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Und jetzt möchte ich dazu ein paar Dinge einfach benennen, was denn so mit seelischen oder psychosozialen Grundbedürfnissen gemeint ist. Das ist ein bisschen klein geschrieben, ich lese es aber vor. Es gibt 16 seelische Bedürfnisse, die der Mensch braucht, um, wie ich vorhin diese 7 Punkte benannt habe, ich bin, ich kann, ich habe und dann diese positive Selbstsicht und so, dass diese entsprechenden Persönlichkeitsmerkmale aufgebaut werden. Dazu brauche ich Bedingungen. Und da sind wir in der Entwicklungspsychologie dahin gekommen, dass es eben immer wieder um 16 seelische Grundbedürfnisse geht, die jetzt in der Corona-Zeit besonders wichtig sind und wir uns fragen müssen, wie wir den Kindern diese Möglichkeiten eben auch geben. Ein Punkt, die Reihenfolge spielt keine Rolle, ein Punkt heißt Zeit. Wir müssen den Kindern Zeit geben, dass sie beispielsweise das, was sie belastet, was sie traurig macht, Zeit geben, dass sie uns das mitteilen können. In ein Gespräch mit Kindern zu kommen, dass sie auch all ihre Erlebnisse, Erfahrungen und Eindrücke auch verarbeiten können. Denn Zeit als Verarbeitung von Informationen ist notwendig, um Wahrnehmungsoffenheit zu entwickeln. Das werden Sie immer wieder merken bei Kindern, die sehr unter Druck gesetzt werden, egal aus welchen Gründen jetzt. Ich meine damit nicht nur Helikoptereltern, gibt es viele andere Möglichkeiten, Kinder unter Druck zu setzen, aber sie diese Zeit nicht haben, sich zurückzuziehen, über sich nachzudenken, auch mit anderen über sich und die Welt und die Zeit nachzudenken,
Das ist notwendig, um diese Wahrnehmungsoffenheit zu entwickeln. Und wir wissen, dass aus einer Wahrnehmungsoffenheit eben der Mensch sich eine Orientierungshilfe aufbaut. Zweiter Bereich, Ruhe erleben. Ruhe erleben dient uns Menschen dazu, die Ruhe, Dinge, die wir wahrgenommen haben, differenziert zu betrachten und dann eben auch auf eine Lösung zu kommen. Und wir müssen eben gucken, was können wir dazu beitragen, dass Kinder damit auch eben durch Ruhe in Entspannungsphasen kommen. Wenn man kleinere Kinder hätte, mit Kindern im Bett kuscheln, mit Kindern irgendwelche Spökskes machen. Das heißt, dass ein Kind wirklich den Eindruck hat, das ist so schön und in dem, was wir machen, kann ich mich wirklich richtig fallen lassen und damit eben auch ja, über Gott und die Welt auch nachdenken. Liebe erleben. Liebe, das ist ein Wort, was wir immer wieder hören und sagen, aber Liebe erleben, das ist ja notwendig, damit wir uns selbst annehmen können. Liebe ist eine, das finden Sie kaum noch in Lehrbüchern, leider, das muss ich dazu sagen. Liebe führt dazu, dass der Mensch sich selber annehmen kann. Sowas wie, ich bin geliebt, ich bin jemand, der wirklich richtig auf dieser Welt ist. Ich bin jemand, dass ich mich mit Sorgen und Nöten an jemanden wenden kann. Und daraus, aus dieser Selbstannahme, das habe ich Ihnen vorhin anhand dieser 8 Punkte genannt, entsteht eben erst dann eine Empathie. Und wir müssen gucken, wie wir für diese Annahme des Kindes eben auch sorgen können. Vertrauen erleben. Vertrauen ist notwendig, damit ein Mensch beispielsweise in dem, was er tut, denn dann auch stolz sein kann auf entsprechende Leistung, dass wir Kindern etwas zutrauen. Und aus diesem Zutrauen heraus entwickelt sich eine Leistungsfreude. Und wir müssen eben für Kinder da sein, die eben dieses Vertrauen auch von uns erfahren können. Dass wir nicht immer wieder den Kindern auf die Hände gucken, was es ist, oder ins Zimmer schauen, wie auch immer. Was nicht heißt, sich ganz rauszuhalten, aber in bestimmten Dingen einfach das Vertrauen haben, auch es wird gut ausgehen, ich traue es dir zu, dass du es schaffst. Ist auch die Art und Weise der Sprache, wie wir mit Kindern sprechen, ob wir eher ein Misstrauen haben oder ein Vertrauen. Wir sind in Deutschland in der Pädagogik ganz stark darauf ausgerichtet, mit einem Misstrauen. Wir achten ganz häufig darauf, was Kinder nicht können, aber nicht auf das, was sie können. Und das ist eine Tendenz, die eine lange, lange Geschichte hat. Ein Kind braucht das Grundbedürfnis und hat es auch, dass es den Eindruck hat, verstanden zu werden. Jemand, der sich verstanden fühlt, öffnet sich selbst gegenüber, hat ein Interesse an der Welt und das heißt, dass wir Kindern zuhören, dass wir ein Interesse an den Tätigkeiten von Kindern haben, an den Gefühlen der Kinder, an dem, was Kinder uns erzählen, ohne dass wir uns aufdrängen. Verstanden werden Kinder, die bestimmte Spieltätigkeiten mit ganz viel Freude machen, dass wir auch eben dieses Interesse an den Tätigkeiten der Kinder zeigen, dass wir uns das erklären lassen und nicht es nur gerade, ach, das ist nur Spiel, ein Kind spielt ja nur, es vertrödelt damit Zeit, dass wir gerade auch diesem Aspekt, gerade bei kleineren Kindern im Grundschulalter auch noch eine ganz große Bedeutung beimessen. Und das heißt natürlich auch, wenn wir an den nächsten Punkt gehen, dass Kinder Sicherheit erleben müssen, eben indem, wenn ein Kind Sicherheit erlebt, dann lernt es, sorgsam mit sich und der Welt umzugehen. Sorgsamkeit ist eine Folge aus der Sicherheit. Das heißt, wir müssen eben gucken, Sorgsamkeit und Sicherheit ergeben sich aus Strukturen im Alltag, ergeben sich aus Zusagen, die wir Kindern einhalten. Wenn ich sage, ich höre dir zu, ich komme in 10 Minuten zu dir ins Zimmer oder ich habe dann für dich Zeit oder das Wochenende gehört dem Papa und dir oder wir Mädels machen mal was und fahren in die Stadt oder worum es immer irgendwie geht. Sicherheiten, Strukturen anbieten, einhalten, so dass ich mich orientieren kann. Wir alle brauchen Strukturen in unserem Leben.
Ich brauche sie auch, diese Strukturen, und die uns eben dazu führen, dass wir innerlich gewissermaßen Dinge abhaken können und sagen, ja, so war es, so ist es, jetzt kannst du dich auf das Nächste einlassen. Über den Aspekt der Bewegung habe ich gerade schon etwas gesagt, Bewegung mit Freude erfahren, im Sinne von Stressabbau, was verantwortlich ist für den Aufbau der Konzentrationsfertigkeit eines Menschen. Und darum geht es eben auch, ganz viele Bewegungsaktivitäten mit Kindern zu realisieren. Mitsprache zu erleben, Wertigkeit, Zuständigkeitsempfinden zu haben, das heißt, mit Kindern beispielsweise zu planen. Was können wir machen? Was ist dein Interesse? Auch, dass wir sagen, welches Interesse wir beispielsweise haben. Und dass wir aber an der Meinung, an dem, was ein Kind sagt, auch wirklich Interesse haben, zuzuhören und das mit in eine Entscheidung einfließen zu lassen. Gefühle erleben, ich lasse immer welche aus, die nicht so ganz wichtig für die Corona-Zeit sind, deswegen greife ich es nur als Wichtigste auf. Gefühle erleben und ausdrücken dürfen. Natürlich darf ich weinen, wenn ich traurig bin. Natürlich darf ich auch mit dem Fuß und dem Bein auf den Boden stampfen, wenn ich absolut sauer bin. Natürlich kann ich tanzen vor Freude, wenn ich etwas erlebt habe, was mich wirklich ein ganz großes Glücksgefühl bringt. Und ich kann natürlich auch, wenn ich das Gefühl habe, beispielsweise Angst zu haben, Angst, Trauer, Ärger, Wut, Freude, Angst haben, dass ich diese Ängste auch äußern kann und dass diese Gefühle ernst genommen werden. Ich erlebe oftmals, auch in der Praxis, mache sehr viel Familientherapie über die vielen Jahrzehnte, dass oftmals Gefühle von Kindern nicht ernst genommen werden und damit eben auch bei Kindern dann so ein Ohnmachtsgefühl entsteht, das kommt nicht rüber, was ich sage. Dass Kinder natürlich Gewaltfreiheit erfahren heißt, dass der Mensch die Fähigkeit aufbaut, dass er sich auf neue Situationen auch angstfrei einlässt. Und wir müssen gucken, dass wir damit eben auch keine Ängste schüren, sondern einem Kind eben dabei helfen, aus diesen Ängsten herauszukommen. Und das Letzte vielleicht, Optimismus entwickeln können. Das heißt, dass wir auch selber für uns immer wieder schauen, was notwendig ist, wo Lösungen sind, und es gibt sicherlich für außergewöhnlich vieles eine Lösung, sodass wir eben optimistisch nach vorne schauen können. Ich komme langsam zum Ende. Ich habe mal zusammengefasst, was denn eine ressourcenorientierte Entwicklungsunterstützung gerade in der Corona-Zeit auch hier angebracht ist. Kinder brauchen ein wertschätzendes, emotional warmes Klima. Sie wissen das auch beispielsweise in der Grundschule. Es gibt eine Reihe an Untersuchungen, da hat ja Professor Singer beispielsweise viele Untersuchungen gemacht. Kinder so in den ersten 4, 5 Schuljahren lernen für die Lehrerin oder für den Lehrer. Es gibt viele Untersuchungen zu. Das heißt, es geht gar nicht um den Stoff. Und wenn ich das mal jetzt wirklich sagen darf, ich sage Ihnen nicht, wo es passiert ist, aber ich war vor 4 Wochen in einer Schule und da gab es zum Beispiel noch die böse Treppe und den dunklen Raum. Ich habe gedacht, dass wir aus dieser Zeit wirklich heraus sind. Auf der bösen Treppe mussten Kinder, die zum Beispiel ein Fehlverhalten gezeigt haben, das war in Niedersachsen, das kann ich Ihnen soweit sagen, zum Beispiel 100-mal schreiben, ich bin böse, weil. Dann habe ich doch keinen Grund mehr, mich dieser Lehrkraft zuzuwenden. Dann habe ich doch keine Lernfreude mehr. Der dunkle Raum war ein abgedunkelter Raum, wo ein bisschen Licht war, wo ein Kind über sein Fehlverhalten nachdenken sollte. Ich bin erstaunt gewesen, dass Eltern Angst hatten, das dem Schulrat zu melden, weil damit das auf ihr Kind zurückfallen würde. So dass ich dann was gemacht habe.
Wertschätzend, emotional warm heißt, dass ich mich angenommen fühle. Kinder brauchen stabile, zuverlässige Bezugspersonen. Sie brauchen ein unterstützendes Beziehungsklima, eine zugewandte Kommunikation, dass ich ein Kind anschaue, wenn ich spreche, wenn ein Kind spricht, dass ich wirklich ein Interesse habe, zu erfahren, wie es einem Kind geht, aber auch eine fehlerfreundliche Atmosphäre. Wenn einem Kind etwas nicht gelungen ist, nicht sofort auf 180 zu gehen, sondern sagen, das kriegen wir hin, was kann beim nächsten Mal anders gemacht werden? Dass sie die Stärken eines Kindes sehen und damit eben eine positive, wirklich Stärkung bei sogenannten Leistungsansätzen auch zeigen, in Konfliktsituationen unterstützen, ohne es für ein Kind zu regeln, sondern einem Kind dabei helfen, selber Strategien zu entwickeln mit meiner Begleitung, um eben hier das Problem auch wirklich in eine Lösung zu bringen. Dass ein Kind eine bedeutsame Selbstwirksamkeit machen kann. Sowas wie, das kann ich schon. Ja, das kannst du schon. Ich bin erstaunt, dass du das kannst. In deinem Alter hätte ich nicht gedacht. Ja, ich bin doch wer. So etwas muss in einem Kind entstehen. Dass wir ein Interesse an den Aktivitäten von Kindern haben, selber, wenn es irgend möglich ist, an einer positiven Zukunftssicht arbeiten und dass ein Kind Unterstützung erlebt, erreichbare Ziele zu finden. Vorletzte Seite. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Diego Armando. Ich stelle mir bei dem Namen Diego Armando, ein Argentinier mit vollem Haar vor. Muss ich einfach mal sagen. So, Diego Armando. Was ist da gegen Armin Krenz? So. Der hat einmal geschrieben, wenn es dich nicht gäbe, und ich versuche jetzt mal alles, was ich Ihnen erzählt habe, wirklich in diese für mich sehr aussagekräftige oder in dieses sehr aussagekräftige Zitat zu bringen. Wenn es dich nicht gäbe, wäre vieles anders. Ich wäre nicht so fröhlich, ich wäre nicht so mutig, ich wäre nicht so hoffnungsvoll. Wenn es dich nicht gäbe, wäre vieles anders. Die Sonne wäre nicht so hell, der Mond wäre nicht so nah, der Himmel wäre nicht so blau. Wenn es dich nicht gäbe, wäre vieles anders. Mein Leben wäre nicht so bunt, mein Leben wäre nicht so interessant, mein Leben wäre nicht mein Leben. Wir helfen durch unsere Beziehungs- und Bindungsangebote den Kindern, diese schwere Corona-Zeit zu überstehen. Bei manchen Kindern muss ich sogar sagen, zu überleben. Wir sind es. Es sind nicht die Bedingungen. Die Bedingungen machen es nur schwerer. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir wirklich das Wichtigste, das Allerwichtigste für uns erfahren. Wir zeigen nicht mit Fingern auf andere, was andere machen müssen, was wir erwarten, was nicht so gut läuft, sondern wir richten letztlich den Spiegel auf uns und fragen, wie können wir Kindern dabei helfen, eben dieses, ich sage es nochmal zum Abschluss, ich bin, ich kann, ich habe, neu zu erleben und das können wir und das stabilisiert Kinder. Was also Kinder grundsätzlich brauchen, ist ein stabiles, sicherheitvermittelndes Elternhaus und einen entwicklungsorientierten Schulunterricht mit bindungsstarken Lehrkräften. Ich schließe das Ganze ab. Ich habe mich ganz stark bezogen auf das vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung herausgegebene Werk Belastung von Kindern und jugendlichen Eltern in der Corona-Pandemie. Ich weise auf das Buch von Dr. Gebauer hin, Klug wird niemand von allein. Kinder fördern, man könnte auch sagen, unterstützen durch Liebe. Von Gerald Hüther, wie aus Kindern glückliche Erwachsene werden. Und von Renz Polster, Menschenkinder, was Kinder brauchen im Sinne einer artgerechten Erziehung. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt mit meinem Vortrag, dass dort interessante Aussagen dabei gewesen sind. Und wenn Sie Fragen haben, gern stellen Sie gerne.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke sehr. Danke sehr. Ja, gibt es Fragen? Eine Frage ist eben gestellt worden. Meine Tochter leidet darunter, dass sie so wenig Außenkontakte hat. Ja. Wie kann ich ihr helfen? Also ich würde als Elternteil immer gucken, man muss nicht eins zu eins sofort eine Lösung finden, sondern ich würde immer zunächst einmal versuchen, natürlich mich, ich weiß jetzt nicht, wie alt das Mädchen ist, dass man versucht, sich für die Spieltätigkeiten des Kindes zu interessieren, mitzuspielen, sich als Spielpartner, als Unterhaltungspartner, auch als jemand, der wirklich gerne in der Nähe ist, anzubieten, sodass auch zumindest schon mal, das ist wichtig, so immer eine Sicherheit in einem Kind entstehen kann. Also im Sinne von, und das ist eine wichtige Frage, mir geht es gut, dann bin ich auch eher in der Lage und bereit oder traue mir zu, auf andere Kinder zuzugehen. Also was ganz wichtig ist, bitte achten Sie nicht oder versuchen Sie nicht immer eine 1 zu 1, also hat wenig Spielpartner, braucht welche. Deswegen sage ich nochmal, vom Ich zum Du zum Wir. Versuchen Sie, Dinge zu unternehmen oder Dinge anzubieten, dass es Ihrer Tochter zu Hause oder wenn Sie spazieren gehen oder einkaufen gehen oder Fahrrad fahren oder was immer Sie machen oder wenn Sie kuscheln oder wenn Sie abends vorlesen, ich weiß nicht, wie alt die Tochter ist, dass dort, ich gehe jetzt mal von einem kleineren Kind, also einem Grundschulkind aus beispielsweise, wenn nicht, fragen Sie gerne nach, die Dame die, oder die Mutter, die diese Frage hat, dass man dann immer versucht, dieses für sich fröhlicher sein, glücklicher sein aufzubauen. Denn das Du und das Wir entsteht aus dem Ich. Das kann ich nur sagen, sich Gedanken zu machen, wie das Hobby des Kindes beispielsweise ausgebaut werden kann. Dass man aber auch selber zum Beispiel, wenn man ein Hobby hätte oder irgendetwas gerne macht, dass man Kinder mit einbezieht. Das kann ich als Antwort geben. Wenn nicht, bitte ich die Dame, die gefragt hat, gerne nochmal nachzufragen. Die nächste Frage, die gekommen ist, geht auch in die Richtung. Unser Sohn, 13 Jahre alt, spielt die ganze Nacht Computerspiele und ist morgens total übermüdet. Verständlich. Das Ganze, weil ihm seine Freunde so sehr fehlen. Wie können wir hier helfen? Ja, also zunächst einmal halte ich es wirklich für wichtig, dass Eltern den Mut haben, auch Struktur bezogen auf die Mediennutzung durchzusetzen. Zeiten vorzugeben, in denen beispielsweise der Rechner, das Smartphone, worum es immer jetzt geht, auch genutzt werden kann. Denn das Nutzen von dem Rechner, was immer dann dort gemacht wird, meistens sind es irgendwelche Spiele, dient dazu, dass man immer mehr, das sage ich sehr, sehr deutlich, weil ich das aus der Medienforschung weiß, immer mehr in diese Abhängigkeit kommt und sich damit immer mehr von anderen, von Möglichkeiten, die man immer weniger sieht, gar nicht mehr quasi darauf einlassen kann, dass es auch noch was anderes gibt. Also wirklich eine Zeitstruktur vorgeben. Ich hatte es ja vorhin auch genannt, dass eben der Medienkonsum ganz stark zugenommen hat. Und dann natürlich auch zu versuchen, selber auch mit einem Kind ins Gespräch zu kommen oder auch andere Möglichkeiten zu finden, was man noch machen könnte. Bis hin dazu, dass ein Kind auch zum Beispiel Langeweile aushalten kann. Also die Frage ist ja immer, in welcher Reihenfolge man den Bereich Medien sieht. Hat ein Medium den Menschen in der Hand oder hat der Mensch das Medium in der Hand? Und je mehr sie sich in einen Medienkonsum begeben, desto mehr werden sie davon abhängig. Und das ist wirklich dramatisch, weil andere Wege nicht mehr gesehen werden. Das kann ich dazu sagen. Da muss man als Eltern die Stärke und den Mut haben, auch entsprechende Grenzen zu setzen.
Und dann, was ich natürlich immer wieder hervorragend finde, weil ich das selber sehr gerne mache, dass man zum Beispiel auch, es gibt, dass man auch Spieleabende macht. Es gibt unendlich wundervolle Spiele. Ich war gerade wieder auf der Spielemesse in Essen. Extrem gut. Und ich kenne ganz viele Eltern, die sich beraten lassen zu guten Spielen und dann auch Jugendliche wirklich das Spiel, Jugendliche, neu entdecken. Und das gebe ich als einen ganz wichtigen Tipp. Ja, dann möchte ich noch eine Frage aus dem Netz weiterleiten. Ja. Und eine Mutter fragt besorgt, was Sie raten würden, wenn sie die Vermutung hat, dass ihre Tochter an Depressionen leidet. An Depressionen, hatten Sie gesagt? Depressionen. Depression ist ja was anderes als Traurigkeit. Depression ist ja wirklich definiert durch ganz bestimmte Merkmale, dass dort ein, durch die Bank ein völliger Rückzug in der Regel, ein völliger Rückzug passiert. Und dann müsste man natürlich schauen, wie das Mädchen, wie die Tochter immer noch in ein, überhaupt in die Lage kommen kann, Gespräche zu führen. Und man natürlich auch selber von der Gesprächsführung zum Beispiel ja auch darauf achten sollte, ganz wichtig, einem Menschen, der, wenn vermutet wird, dass entsprechend depressives Verhalten sich aufbauen kann, dass man diesem Menschen keine Fragen stellt. Also, dass man zum Beispiel dann Aussagesätze macht, das lernen die Gesprächstherapeuten ja auch, dass man dann sagt, du sitzt da mit einem hängenden Kopf oder wie auch immer, also wie man das jetzt selber sagt, ich versuche das nur als Aussagesatz jetzt mal zu formulieren, oder du bist jemand, du sitzt in deinem Zimmer und schaust auf dein Bett oder was weiß ich was immer, da gäbe es doch noch andere Dinge, die man vielleicht auch machen könnte. Du kannst dich unterhalten mit mir, ich biete dich gerne an. Vielleicht interessiert dich ein bestimmtes Buch, vielleicht magst du etwas anderes, vielleicht möchtest du auch erzählen, wie es dir geht. Ich kann dir ein bisschen erzählen, wie es mir geht. Also mit jemandem ins Gespräch kommen, ohne dass der andere, das ist etwas ganz Wichtiges, ohne dass der andere den Eindruck hat, etwas sagen zu müssen, bezogen auf eine Frage, dann zu einem Antworter wird. Das ist nicht hilfreich. Und wenn tatsächlich eine Depression jetzt im Sinne eines Krankheitsbildes sich entwickeln würde, dann würde ich immer auch einen Profi zu Rate ziehen. Denn es können dann Spiralen entstehen, das wird so verglichen im Sinne von Traurigkeit, im Sinne von Traurigkeit zur Depression, wie wenn jemand auf einer Rutsche ist und wenn tatsächlich eine Depression da ist, dass auf dieser Rutsche, das ist so eine Metapher, letztendlich eine Schmierseife ist, wo ich mich nicht mehr halten kann. Und dann würde ich wirklich eine Beratungsstelle aufsuchen, um dann eben eine entsprechende Profihilfe auch in Anspruch zu nehmen. Vielen Dank für die Antwort. Eine weitere Frage aus dem Netz lautet, wie kann ich meinem Kind helfen, sein Selbstbewusstsein aufzubauen? Ja, dieses, da habe ich die Brille, ich bin manchmal ein bisschen durcheinander. Dieses Aufbauen, ich bin, ich kann, ich habe. Also das heißt, wenn man zum Beispiel, jetzt denke ich mal irgendwas aus, erstmal weiß ich natürlich nicht, wie alt das Kind ist, aber wenn es jetzt noch jünger wäre, egal ob jung oder Mädchen, dass man so ein Kind zum Beispiel in Tätigkeiten mit einbezieht, ob das jetzt beim Teich anrühren ist, bei einer Suppe herstellen, also bei einem Essen herstellen, dass ein Kind Tätigkeiten übernimmt. Oder dass, wenn Papa, wenn das Kind älter wäre, Holz hackt beispielsweise für den Kamin. Ich kann jetzt nur einige Beispiele, weil ich kenne den ganzen Hintergrund nicht, dass man guckt, dass ein Kind innerlich sowas aufbaut, ich kann. Also ich kann Mama helfen, ich kann bei der Gartenarbeit helfen, wenn es so wäre. Beispielsweise, ich kann beim Autowaschen helfen, ich kann bei der Reparatur des Fahrrads helfen, ich kann beim Kochen helfen. Dieses ich kann und dann im Sinne von ich bin ja wer. Und das ist das Entscheidende bei einem Selbstwertgefühl, dass der eigene Wert
Und je älter ein Kind ist und dann zu einem Jugendlichen heranwächst, dass er immer mehr merkt, ich kann ganz vieles. Und ich sagte vorhin so einen Satz, ich habe mal mit einem Kind gearbeitet, fällt mir jetzt gerade ein, Johannes hieß er, fällt mir gerade ein. Und da hatte auch zwar ein Kind, das wirklich keinen Selbstwert hatte. Und dann habe ich mein Fahrrad mit zum Institut gebracht und sage ich, boah, wenn mir jetzt jemand helfen könnte, zum Beispiel nochmal hier die Radnarbe nochmal zu putzen und die Klingel nochmal zu ölen und so. Sage ich, ich weiß gar nicht, du bist erst 7 oder 8 war er. Sage ich, ich weiß gar nicht, ob du es schon kannst oder ob du es überhaupt versuchen würdest. Ja, meinte ich, kann das ja mal machen. Und er immer mehr. Und dann sage ich, boah, du hast ja richtige ölige Finger inzwischen. Und ja, die kann man sich ja waschen. Wir haben wirklich über 12 oder 15 Stunden ein Fahrrad repariert, vollständig wieder gut hinbekommen. Böse Zungen haben behauptet, Krenz nimmt jetzt Kinderarbeit. Gut, ist eine andere Sache. So war es natürlich nicht. Und der Junge dann immer, ging er immer wieder stolz nach Hause. Ich kann schon und Herr Krenz hat gesagt, ich bin schon groß und so weiter und so fort. Also dieses Ich kann und deswegen bin ich wer und deswegen habe ich Sicherheit, mein Leben zu gestalten. Es geht nur über Tätigkeit, nicht übers Sprechen. Gerade bei Kindern, die keinen Selbstwert haben. Immer nur übers Tun, aus der Handlung. Und da muss man gucken, was kann das Kind schon alles? Und da greift man das mit entsprechenden Tätigkeiten. Die nächste Frage geht auch in diese Richtung. Können Sie 3 Tipps uns Eltern geben, was wir unseren Kindern jetzt im Moment besonders geben müssen? 3 Tipps. Ja, das erste ist, dass man Kindern die Möglichkeit gibt, zu erzählen, wie es ihnen geht. Ganz praktisch, Sie können sagen, Jennifer, was ist im Augenblick für dich schlimm? Was ist vielleicht noch schlimmer und was ist am schlimmsten für dich? Und dass sie einem Kind die Möglichkeit geben, sich zu öffnen und dass sie das, was ein Kind sagt, auch wirklich mit einem Kind mal zum Thema machen. Das ist das Erste. Zweiten Tipp würde ich immer wieder, ja, den zweiten Tipp würde ich in jedem Fall in eine Richtung bringen, dass man diesen Aspekt des für sich auch bestehenden Optimismus zum Ausdruck bringt. Dass man von sich aus erzählt, also eine sogenannte Selbstoffenbarung macht. Und zwar, wenn man selber einmal Situationen erlebt hat, aus der eigenen Kinderzeit, aus der eigenen Jugendzeit, der Erwachsenenwelt, wo man Dinge erlebt hat, die sehr unangenehm gewesen sind, die schwer zu ertragen waren. Und wie man dann eine Möglichkeit gefunden hat, aus diesem Tief herauszukommen. Also das Erste war, Zeit geben, das Schlimme zu formulieren, zu besprechen. Das Zweite ist, von sich selber einmal Dinge zu erzählen, wie man es geschafft hat, aus bestimmten Tiefen herauszukommen. Und das Dritte eben nochmal, diesen wirklich tief verwurzelten Optimismus rüberzubringen. Nach dem Motto, und so sehe ich es auch, keiner weiß, wie es weitergeht. Ich bin allerdings fest davon überzeugt, ganz fest davon überzeugt, dass es einmal besser werden wird. Und die Frage ist eben, wie schaffen wir diese Zeit zu überstehen, aber was können wir auch dazu tun, dass wir auch in eine Entspannung kommen beispielsweise, so dass es uns besser geht und dass wir auch eine positive Sichtweise auch damit auch in uns aufbauen können und beibehalten können. Nichts ist schlimmer, als wenn man selbst als Erwachsener eine Negativspirale sieht und dann auch letztendlich in eine Resignation fällt, die dann natürlich Kinder auch anstecken. Und das darf nicht sein. Also diese entsprechende Perspektive. Ich erzähle dann beispielsweise auch, ich war in Mathe kein guter Schüler. So,
dass da auch manche fünf war. Und dann war ja auch so die Überlegung als Kind so, oder als Schüler so, schaffst du die Klasse oder schaffst du die nicht? So, und irgendwie hat das hingehauen. Oder bei bestimmten Klausuren beispielsweise, die extrem schwer gewesen sind, wie man dann da doch noch etwas hinbekommen hat. Oder dass, wenn man umgezogen ist, den ersten Hausstand hatte und sehr, sehr wenig Geld, dass man immer gehofft hat, hoffentlich geht die Waschmaschine nicht kaputt oder was weiß ich was, das Auto, das darf nicht auseinanderfallen. Aus den eigenen Dingen, so dass Kinder auch erleben, Mama und Papa haben das sehr ähnlich erlebt, auf eine andere Art und Weise. Aber jetzt, so wie ich sie jetzt erlebe, sind sie jemand, die entsprechend auch eine Perspektive haben. Und sie haben es überlebt. Diesen Glauben an das Gute rüberzubringen, das halte ich als dritten Punkt für ganz bedeutsam. Ja, ich habe jetzt auch noch eine Frage, und zwar, Sie haben eben von den seelisch-sozialen Grundbedürfnissen gesprochen. Ja, diese 16. Ja, genau. Ja. Ich arbeite mit Kindern zusammen und habe manchmal das Gefühl, dass das häufig fehlt oder verschiedene Punkte dabei fehlen. Oder verschiedene. Von diesen 16, ich habe sie noch mal aufgehört. Genau, von den 16. Ja. Vieles weiß man gar nicht mehr. Was ist es überhaupt noch? Welche Grundbedürfnisse habe ich eigentlich noch? Kann man die wieder erlernen? Ja. Ja. Also das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was Sie fragen. Also ich selber komme ja aus der humanistischen Pädagogik und der humanistischen Psychologie. Und auch alles, was wir wirklich wissen, ist, dass wenn bestimmte unbefriedigte Bedürfnisse nicht zu einem Trauma geworden sind, das muss ich allerdings sagen, ein Trauma zu öffnen wieder, das ist sehr schwer, aber es geht auch, dann können Sie immer davon ausgehen, dass alles, was nicht, sagen wir mal, in einem Kind oder in uns auch stabil ist, es nachgereift werden kann. Wobei ich zwei Dinge dazu sagen muss als Therapeut. Das erste ist, eine Nachreifung dauert immer länger. Also wenn ein Kind ein bestimmtes Grundbedürfnis, also dieses Ich bin beispielsweise, also ich bin wichtig, ich bin jemand, der gut drauf ist, ich bin jemand, der positiv nach vorne schaut und so, das entwickelt sich ja so grundsätzlich in den ersten anderthalb bis zwei Jahren. So, also gerade diese Dinge, die ich jetzt benannt habe. Und wenn Sie das eben später einmal bei einem Kind nochmal nachreifen lassen müssen, dann müssen Sie ein bisschen länger daran arbeiten. Und es muss intensiver erlebt werden. Intensiver als das, was damals gewissermaßen nicht stabil oder intensiv genug gewesen ist. Aber Sie können absolut positiv nach vorne schauen. Also ich habe wirklich, das muss ich immer so sagen, ich würde es auch so gerne sagen, wirklich, wollte ich noch eben kurz, wirklich mit Tausenden von Kindern gearbeitet. Und ich kann Ihnen sagen, durch die Bank klappte es wirklich hervorragend. Allerdings in enger Zusammenarbeit mit den Eltern. Das muss ich auch immer wieder sagen. Und auch eben, ich war dann auch in Kindergärten, dann habe ich beispielsweise mit den Erzieherinnen und Erziehern gearbeitet, worauf sie besonders achten sollen. Dann war ich in Schulen beispielsweise, wenn die Kinder eine Schule besucht haben, um dort auch mit den Lehrern zu sprechen, sodass alle an einem Strang ziehen. Und dann geht es gut. Es gibt noch eine Frage. Nächste Woche soll eine Schülerin nach einer längeren Abwesenheit wieder in die Schule zurückkommen. Ja. Und wie können die Mitschüler oder auch die Lehrer dem Kind die Angst davor vielleicht nehmen? Und längere Abwesenheit, wissen Sie genaueres? Ist das ein halbes Jahr oder? Vier Wochen. Ja. Durch die Zeit, die das Kind zu Hause bleiben musste, wegen der Infektion. Oder eine Form, wenn Sie das sagen möchten. Eine Form einer seelischen Erkrankung.
In Form einer seelischen Erkrankung. Ja, also ich würde es natürlich immer so machen, dass man dort als Klasse zum Beispiel überlegt, wie man dieses Kind herzlich willkommen heißen kann, indem beispielsweise ganz praktisch jeder oder jedes Kind irgendwie ein Blümchen hätte oder zum Beispiel, dass die Klasse sich überlegt, einen Brief zu schreiben, quasi ein Begrüßungsbrief für dieses Mädchen. Das Mädchen kommt in die Klasse, man liest oder jemand liest diesen Brief vor, dass das Kind herzlich dort ankommen kann, willkommen geheißen wird, dass man sich freut, dass dieses Mädchen da ist. Dann unterschreiben die Kinder alle und dann wird dieser Brief in einem wunderschönen Briefumschlag dem Kind übergeben. Also würde ich immer machen. Ich habe das oft auch in Schulen gemacht oder auch in Kindertageseinrichtungen, wo Kinder längere Zeit nicht da gewesen sind, dass das Kind wirklich auch merkt, oder im Kindergarten haben wir dann das so gemacht, dass ich mit den Erziehern gesprochen habe, dass die Erzieherin mit den Kindern beispielsweise ein Lied, ein Begrüßungslied singen, dann, wenn dieses Kind da ist, nicht laut, relativ leise, mit Abstand und so, das sind so bestimmte Bedingungen, aber das heißt, dass das Mädchen eben merkt, das war, glaube ich, ein Mädchen, du bist willkommen. Das heißt, jetzt fangen wir wieder an, dass das Mädchen merkt, immer mit dem ersten Punkt, bitte, ich bin richtig hier. Also ich komme mir manchmal vielleicht schon ein bisschen jetzt wie ein Lehrer vor. Nee, das war es nicht, was ich natürlich nicht möchte. Lassen Sie mich das kurz nochmal bitte. Es ist so einfach, aber auf der anderen Seite so schwer. Und deswegen auf diese Frage nochmal, dass das Kind wirklich mit diesem Ich bin, mit diesem Gefühl der Annahme hier in dieser Klasse einen Einstieg findet. Und das kann man eben durch ein Lied, durch einen Brief, durch ein kleines Geschenk, durch eine Basteltätigkeit oder wenn das ein sehr, sagen wir mal, schüchternes Mädchen ist, ich weiß, ist immer für mich ganz schwer, weil ich das ja nicht so kenne, so, dass man dann sagt, es könnte auch sein, beispielsweise, dass eine Schülerin, wo man glaubt, oder ein Schüler, der eine Freundin oder ein Freund von diesem Kind war oder ist, dass dieses Kind zum Beispiel dann, wenn das Mädchen jetzt in diese Klasse kommt, dann von dem Lehrer die Möglichkeit hat, was natürlich vorher vorbereitet wurde, dass dieses Kind eben eine kleine Ansprache hält, sodass die ganze Klasse nicht auf dieses Kind einströmt und sagt, Katja, wir begrüßen dich ganz herzlich, wir haben uns in der Klasse Gedanken gemacht, wo bist du gewesen, was hast du erlebt und so weiter und so fort. Und wir freuen uns, dass du hier bist. Und dann setzt sich halt die Schülerin wieder. Also auch eine Sprecherin oder ein Sprecher für dieses Kind. Würde ich immer machen. Wir haben noch eine weitere Frage aus dem Chat. Eine Mutter fragt an, die Tochter, 11 Jahre, setzt sich selber sehr stark unter Druck, gute Leistungen zu erbringen, gute Noten zu schreiben. Das ist tatsächlich ein Phänomen, was wir im Schulalltag oft beobachten, dass die Kinder sich selber einem sehr starken Leistungsdruck aussetzen, aus verschiedensten Motiven. Und die Mutter fragt jetzt stellvertretend quasi an, wie kann man sie unterstützen? Sie hat ihr schon an Hand gegeben, es muss nicht alles perfekt sein. Mach das, was du dir zutraust und was du gut kannst. Also, das dann, ich kenne das. Und dann habe ich mit Eltern häufig abgesprochen, dass die Eltern Dinge machen, die ihnen nicht so gut gelingen. Also, ob das jetzt beim Kochen ist, beispielsweise, dass eben, jetzt denke ich mal irgendwie, ne, Papa kocht, wir wollen jetzt mal andersrum denken, nicht nur mal die Mama kocht so. So, Papa kocht und sagt, und dann schmeckt er ab und sagt, also ein bisschen salzig ist das ja geworden. Oh Mist, ich habe da irgendwie was falsch gemacht. Und zwar, indem man eigene Fehler einbaut, so dass man als nicht perfektes Vorbild gilt. Das ist was ganz Wichtiges. Das kennen viele Kinder nicht. Oder
man hat eine Zeitabsprache, da muss man sich jetzt so Möglichkeiten überlegen, wo man das machen könnte, Zeitabsprache, und dann sorgt man aber dafür, dass man ein bisschen zu spät kommt beispielsweise und sagt, boah, ich war immer pünktlich, aber so ein Mist, diesmal klappte es nicht. Oder man hat nicht genügend Geld beim Einkaufen dabei und muss dann wieder etwas zurücklegen. Aber als ganz normales Versagen gewissermaßen, also ein, ja, ich sag mal, fehlerfreundliches Vorbild zu gelten. Also im Grunde genommen die Redewendung Nobody's perfect, einfach vorleben. Und zwar vorleben. Ja. Natürlich so, das muss ich jetzt hier mal unter uns Erwachsenen sagen, dass ein Kind das nicht merkt, dass es gewissermaßen eingebaut ist. Also dass es mit Absicht gemacht wird. Aber wirklich, dass man sagt, ich ärgere mich darüber, das oder meine Güte nochmal. Und trotzdem sind wir herzlich willkommen. Oder man hat mal vergessen, die Blumen ins Wasser zu stellen und eine lässt schon das Köpfchen hängen oder irgendwas. Und so dass finde ich genau richtig auch, ich bin nicht perfekt. Und das Leben geht trotzdem weiter und ich kann trotzdem lachen. Kann ich als einen wirklich wichtigen Tipp geben. Habe ich viel mit Eltern auch gemacht. Und das Problem ist nur, das muss ich aber noch sagen, oftmals Kinder, die sich kognitiv, also leistungsorientiert unter Druck setzen, haben oftmals emotional-soziale Schwierigkeiten. Ist leider so. Das heißt, man müsste dann natürlich auch gucken, wie kann dem Kind geholfen werden, also außer diesem Nobody is perfect, wie kann man diesem Kind auch helfen, emotional stabiler zu werden. Und ich kann nur sagen, da ist zum Beispiel Sport, spielt eine ganz, 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 ganz große Rolle. Also im Sinne, da geht es auch um Leistung, aber da geht es ums Auspowern. Da geht es darum, dass man wirklich sowas erlebt hat. Ich habe motorisch etwas hinbekommen, weil ich vom Handball her gute Abgaben machen kann oder um welche Sportart es jetzt immer gehen würde. Also diese Geschichte emotional, sozial zu stabilisieren über Motorik, das wäre so ein zweiter Aspekt. Damit und... jetzt weiß ich wieder nicht, wie alt das Kind ist, wenn man zum Beispiel, dass man oftmals Gefühle benennt, das wird auch kaum noch gemacht. Sagen wir mal, elf war das Mädchen. Wenn ich zum Beispiel sehen würde, sage ich mal irgendwie, es ist jetzt glatt, wir stehen an der Straße und da würde eine ältere Dame stehen und sie hätten den Eindruck, die ist unsicher, ob sie jetzt ausrutschen würde oder nicht. Und dann würde ich zum Beispiel als Mutter zu diesem Kind sagen, guck mal da, die Dame. Also ich muss dir sagen, ich habe ganz schön Angst und ich frage mich, ob die Frau glatt und gut über die Straße kommt. Denn wenn sie hinfällt, also das sind dann Schmerzen und das wird ihr ordentlich wehtun. In der Sprache Gefühle benennen, das ist der dritte Punkt. Es wird so gut wie nicht gemacht. Das heißt, Sie müssen einem Kind, das emotional-sozial Defizite hat und das mit Kognition kompensiert, müssen Sie immer wieder die Möglichkeit geben, mit Gefühlswörtern sich auseinanderzusetzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese drei Möglichkeiten kann ich spontan sagen. Ja, Herr Professor Krenz, wir sind am Ende unserer Veranstaltung angelangt und ich bedanke mich erstmal recht herzlich für Ihren Vortrag, für die anregenden Erkenntnisse, die Sie uns dargeboten haben und auch die Fragen, die beantwortet wurden. Ich denke, da sind viele Dinge drin, die wir mit in den Alltag nehmen können und wir sind sehr stolz, dass wir Sie morgen auch an unserem Studientag begrüßen dürfen, wo wir nochmal diese Dinge auch aufgreifen können und entsprechend in unseren Alltag, schulischen Alltag einbinden können. Ich denke, das ist sehr, sehr wertvoll für uns als Schulgemeinschaft, aber auch letzten Endes für Sie als Eltern und gleichermaßen natürlich für die Kinder insbesondere.
Ja, ich bedanke mich für Ihr Kommen und für Ihre Teilnahme im Netz und möchte Sie nicht entlassen, ohne Ihnen ein herzliches Dankeschön mit auf den Weg zu geben. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. Haben Sie vielen, vielen lieben Dank im Namen aller, die daran teilgenommen haben. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke sehr, danke sehr. Und ich darf mich auch wirklich ganz herzlich nicht nur für die anwesenden Besucherinnen und Besucher bedanken, sondern vor allem auch mal bei der Technik, die wirklich viele Stunden damit verbracht hat, das ganze Equipment, sagt man heute, aufzubauen. Und ich denke, das haben Sie hervorragend gemacht. Ganz lieben Dank für die Technik ebenfalls.